Hey ho und willkommen zum nächsten Let's Play. Let's Play Electronic Super Joy. Ein Plattformer Jump'n'Run. Und das Motto ist einfach, sterbe nicht. Ja, also man wird hier oft sterben. Warning, Makers, Sickness, Language. Und es ist nur die Sprache Englisch verfügbar, aber das ist nicht weiter schlimm. World One, ich habe das Spiel noch nie gespielt, habe noch keinen Trailer gesehen, habe noch gar nichts gesehen. Ich hatte auf Steam 1,99 € noch und das Spiel hat 1,99 € damals gekostet, war im Angebot, habe ich es mir einfach mal gekauft und ich finde, schwierige Aufgaben sind immer ganz nice, ne? So, 3, 4 gibt es insgesamt und dann noch Bonus-Content, okay, da bin ich mal gespannt. Können wir hier eigentlich, den habe ich nicht angeschlossen, vielleicht im zweiten Part. Welcome, oh schön, wir werden hier willkommen geheißen. You lost an arm in the Disco Wars of 1515. You lost an eye, was? In the War of Rock'n'Roll. You lost both legs. What the fuck? Defeating, bla bla bla. You lost your... Ja, okay. To an evil wizard. This is the story of your quest to get revenge for your bud. Rache! Rache ist süß. Okay. Move. Mit Z? Was? Nein, nicht mit Z. Ach, mit Z springe ich. Und achso, gut. Dann lege ich mal meine Maus etwas beiseite. Hallo! Hallo, Sterne. Tut ihr mir weh? Ha! Yes! Oh, yeah! Yeah! Beat! Gib mir ein Beat! Oh, welcome! We've been waiting like forever! Ich bin tot. Oder ist es eine Tutorial-Welt? Ich weiß gar nicht, wie viel Leben ich habe. Anscheinend viel. Welcome, we've been waiting like forever. Kann ich in die Sterne springen? Alter, es ist die Anfangswelt. Oh yeah. It's so tasty. Zack und zack. Bouncing is fun. We like you. You're groovy. Oh yeah. Ist ein bisschen mit Musik verbunden. Smash X. Ah, das hätte ich vorher lesen sollen vielleicht. Oh yeah. Yes, yes, yes. Okay, X. Ich muss mich hier erstmal an die Steuerung. Das heißt, wir springen. Und dann X drücken. Jump and press X. Okay. Die Dorfbewohner geben uns hier boah, Tipps. Und wieder mal ein kleiner Save Point. Wait! Nein! Oh. Can you hear what? Also es ist schon mal eine super Voraussetzung, dass ich hier so oft sterbe schon mal. Wait, can you hear that? Oh no, I think he's mad again. You should go. Please go. So, jetzt geht's wahrscheinlich richtig los. Auf diese Sterne können wir hier also schon mal springen. Das sind kleine Trampoline. Und da sind Bäume. Und die geben uns Dude. Ja, hallo. Alter. Nice day. Oh yeah, what the shiny day. Dim, dim, dim. Yeah! Haha, geil, Alter. Das gefällt mir schon mal. Oh yeah, here it comes. Join us. Dance, groovy. Links, rechts, links, rechts. Ich bin mehr links. Hey. Nein. Oh, ich bin tot. Aber ich habe gesaved. Man hat wahrscheinlich unendlich Leben und am Ende wird es dann angezeigt, wie oft man gestorben ist. Diese Quote will ich nicht ansehen. Remember, X to smash. Okay. Wie eine alte Fliege. Noch ist es relativ einfach. Ich glaube, das wird ziemlich schwer noch. So. Tja. Tja. Man kann ja auch überspringen, aber nee, wir bringen die um. Oh, fuck. Achso. Wahrscheinlich, wenn wir außen sind und von denen dann getroffen werden, sind wir weg. Okay. Das ist verwirrend. Ein kleiner Teleporter. Ich weiß nicht, ob das immer noch Welt 1 ist. Zu schnell. Oh yeah. Wie pervers. Oh fuck. Come on. Oh yeah. Dim, 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 dim. Ich werde
Ulala. Ich würde öfters jetzt etwas ruhiger sein und die Musik genießen. Und mich konzentrieren, was sehr wichtig ist. So. Oh yeah. Boah, Alter. Ach du Scheiße. Nein. Den hätte ich berühren müssen. Ach so. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Ich sterbe gerade, Henrik. Okay, hier muss ich also... Ich kann jetzt nicht antworten mitten in der Aufnahme. Oh, Alter, ey. Siehst du, ich muss mich hier konzentrieren. So, ganz locker fallen lassen. Oh, wann kommt meine Fahne? Da ist sie. Ja. Yes. Was ist das hier? Ach, einen einzigen Sprung hat man zur Verfügung. Interessant. Hallo? Es ist noch Welt 1? Was ist denn das? Not press... Achso, was? Ah, da gibt mir einen Tipp, wie ich schnell... Press R to quick respawn. Aha. Nein! Aber das mache ich lieber nicht. Weil ich muss mich vorher schon konzentriert den Sprung machen. Alter, kann ich diese Säbelteile mit meiner X-Attacke auch zerstören? Ich probiere es mal kurz aus. Alter! Ohne Scherz, das ist echt heftig. Also es ist auf jeden Fall noch Welt 1, aber es ist Welt 1-1 noch oder schon Welt 1-2. Alter! Total unter Zeitdruck hier. Das Motto ist auf jeden Fall sterben. Sehr schön. Nicht so schnell. Nein! Was? Wieso ist denn der jetzt schon runtergefallen? Yeah, warum nur? So, wapp. Ja. Ein bisschen konzentrieren wieder. Ah, sehr schön. Okay. Alter, wo ist die... Da ist die Fahne. Und yes! Hulala. Nein, das war zu früh. Das war zu früh. Diese Frau, die ist etwas komisch. Ach, scheiße. Okay, da kann ich auf jeden Fall nicht rüberspringen. Ich muss nämlich hier dieses Portal, dieses Warp-Portal noch berühren. Und man kann nur einmal hin und dann nicht mehr zurück. Das ist so geil, das Spiel. Das Gute ist, wenn man sich aufregt, beruhigt die Musik ein. Und man sieht die Sprünge, wie schlecht ich eigentlich springe. Oh, Alter, jetzt eine Fahne. Ach, da unten sind die Pfeile, die habe ich nicht gesehen. Und nochmal, zack, zack. Nein! Ach Mist, scheiße. Ich darf mich nicht so doof anstellen. Ulala, touch my talala. So. Zack, zack, zack. Nein! Da war ich zu schnell. Ich springe durch die Welt und sterbe die ganze Zeit, doch mir gefällt's. La 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 la. This is Super Joy Games. Oh. Mit coolen Beats und ich sterbe wieder. Okay, wieder ein bisschen konzentrieren. Ja, das ist zu hastig hier, weißt du? Ich muss jeden Schritt eigentlich machen. Auch wenn es dann zeitlich knapp ist. Trotzdem ein bisschen Concentration hier. Please Concentration. Oh fuck, what the fuck is this? Come on, you black guy. Oh, das ist jetzt unfair hier. Nein! Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Oh yeah. So, 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 so. Mein ganzes Let's Play besteht jetzt nur noch aus so, so, so. So sollte es nicht auf jeden Fall laufen. Ja, kommt schon. Wo ist die Fahne? Ach ja, hier bin ich wieder an der Stelle. Nein, was? Nee, hier war ich noch gar nicht. Hulala, da war ich doch noch nicht. Hoppa, hoppa. Kann man machen. Ist sehr riskant. So, das finde ich richtig genial gemacht mit den Warps. Ist ein Indie-Titel außerdem, habe ich nicht erwähnt. Ist natürlich jetzt nicht so das unglaubliche
neueste, beste Spiel, aber... totaler Plattformer. Jump'n'Run. Ich konzentriere mich hier richtig heftig gerade. So. Oh, was? Warum? Warum ziehe ich zu weit nach rechts jedes Mal? Die Kanone da oben, die hat mich bisher noch nicht einmal ausgeschaltet. Pass auf, jetzt macht's das gleich. Ist mir gerade so aufgefallen. Ich bin immer so schnell durch. Muss man ja auch. Da ist sie eigentlich unnötig platziert. Ja. Na, na, na. Oh, Alter. Das war knapp. Da habe ich wieder nicht richtig... war ich wieder voreilig. So. Ja. Ja. Oh, das ist schwer. Es wird immer so ein bisschen weiter immer nach rechts verlagert. Und irgendwann ist man so weit rechts, dass man runterfliegt. Das heißt, ich muss dann das ein bisschen zügeln und so. Ne, ein bisschen berechnen. So, so, so. Oh yeah. Hua! Zack, 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 zack. Wunderbar. Es geht noch weiter hier. Hua! Ja, hua! Und schön gezügelt. Jetzt, was, wo? Oh, ich will hier rein. Yes! These walls are all sticky. Gross. Gross ist das. Bratwurst. So. Okay, kleines Tutorial und jetzt geht's los. Yeah, black, white, oh my god, it's Oreo. What? Ach, da ist der Stern, den habe ich nicht gesehen. Das verwirrt einen schon ein bisschen, aber ich denke mal, man gewöhnt sich auch dran. Vor allem diese schwarze Plattform, die sieht man ja gar nicht mehr. Die weißen, die sieht man im Weiß noch und im Schwarz natürlich auch noch. Da stechen die besonders gut hervor. Aber die schwarzen Teile, die sind dann unsichtbar. Komplett unsichtbar, wenn der Schwarze drüber läuft. Das ist nicht gut. Zack, super. Oh, ey, oh, ich sehe mich gerade selbst nicht. Das ist das Problem. Naja, gut, die Augen sieht man noch, aber ich muss mich... das verwirrt einen richtig. Ich werde geisteskrank. Nicht, dass ich das noch nie wäre. Okay, rechts, links, ganz schnell nach rechts. Dim, 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 dim. Ja, super. Es ist nicht mit Quick State oder so, es ist wirklich nur mit den Fahren. Also viele Passagen hier im Spiel sind wahrscheinlich super schwer. Aber irgendwann hat man den Bogen raus. Kurzer. Alter, warum kriege ich die denn nicht? Ach, ich muss darauf, auf die untere, auf die schwarze rechte Plattform da. Wahrscheinlich, ich probiere es mal aus. Ich sterbe jetzt eh wahrscheinlich wieder. Nee, ich komme da gleich drauf. Eigentlich müsste ich da locker auf den Weißen kommen. Oder, ach, jetzt weiß ich's. Nee, das würde keinen Sinn ergeben. Hm, ich dachte vielleicht mit der ersten schon auf die Plattform rauf, aber dann bringt das auch nichts. Oder? Nee. So, so und... ach, warum? Jetzt habe ich schon nach rechts gezogen, damit ich irgendwie so in die Nähe des letzten Pfeiles komme, was bisher noch nicht eintrat. Aber das hat auch nicht funktioniert. Ein Geduldsspiel, was mich richtig... fordert und ich treffe den ersten Pfeil noch nicht mal. Oh my god. So. Bam, 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 bam. Warum treffe ich den Stern nicht? Warum treffe ich ihn nicht? Ich treffe ihn nicht. Das ist so shit. Oh my god. Oh. No, come, please. God, help me. Ach, das schaffe ich nicht. Dazu bin ich zu blöd. Ich komme da auch gar nicht auf die Plattform rauf. Ich muss auf den Pfeil raufkommen, auf jeden Fall. Der Pfeil liegt noch näher dran als die Plattform. Siehst du, wie... nee, das würde man nicht schaffen. Ah, das ist doch doof. Oh, it's not easy. It's difficult. So. Oh. Ich weiß, was mein Problem ist, was der Fehler ist, aber ich kann das gerade nicht so richtig umsetzen. So, ja! Und das habe ich mir so verdient. Oh, ein Labyrinth auch noch. Ah! Was? Wie unfair. Oh yeah. Oh my god. Das war die falsche Richtung, oder? Das hört sich komisch an. Alter, das Spiel ist leicht pervers. Nein. Ach, da sind die Pfeile. Die habe ich nicht gesehen. Huah! Huah! Da oben ist die Fahne. Was? Nein. Dieses das sah man nicht, weil das Schwarz sich überschnitten hat und somit kein Weiß mehr zu sehen war. Schlau gemacht.
Oh, das war mit Sicherheit so gewollt. Das heißt, man hatte noch eine kleine Anlaufstelle. So. Huh. So. Huh. Yes! Was ist das da oben? Ach, die Sonne. The Sun. Huch. Das war nicht der gewollte Effekt von mir. Ja, der war gut. Ja, ja. Siehst du, man hat zu einen großen Sprung nach einer Zeit. Das muss ich da ein bisschen zügeln. Das ist aber auch wiederum schwer. Dann habe ich entweder zu wenig Kraft oder... What the fuck? Ich hab doch getroffen. Hey, ich treffe es gerade nicht mehr. Mann. Ach, Shift, das war jetzt X. Ach, da unten ist eine Plattform. Sag das doch. Sag das doch. Okay. Tja. Ha, geil. Ach, das ist ja unfair, wenn man nicht weiß, was da auf einen zukommt. Oh yeah. Mm. Whoop. 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 Siehst du? Siehst du? Siehst du? Da habe ich versucht noch zu zügeln, aber es hat nicht geklappt. Die Savepoints sind auch teilweise sehr unfair platziert. Ach scheiße, damit habe ich wieder nicht gerechnet. So schnell war mein Gehirn nicht. Das arbeitet nicht so fleißig. So, 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 super. Und jetzt nach rechts. Ach shit, siehst du, jetzt habe ich zu früh nach rechts. Muss man besser timen. So, 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 sehr schön. Zack! Und sehr schön. Und ich würde sagen, an dieser Stelle... Ach, hier kann man auch springen. Würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.